Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part The Witcher 3 Wild Hunt. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir uns hier mit Liane zusammengeschlossen und wollen ihr nun helfen. Sie hat etwas über einen Djinn herausgefunden und dem Djinn-Forscher, der eben hier diesen Djinn irgendwie in seiner Obhut hatte, ist untergegangen und wir haben jetzt ein halbes Siegel gefunden und ich hoffe, Liane kann etwas damit anfangen, damit wir nicht nochmal tauchen müssen. Ich habe nur eine Hälfte gefunden. Kannst du damit was anfangen? Ich kann damit die andere Hälfte finden. Innerhalb von einem Dutzend Metern. Und sobald wir die haben, dürften wir auch den Djinn finden. Exakt. Bereit? Bei drei bringe ich uns dorthin. Nein, nicht noch ein Portal. Hör auf zu jammern. Eins, zwei... Du hast gesagt, dass es auf drei losgeht. Schon passiert. Schau, wir müssen die Gegend absuchen. Yen, nicht so schnell. Sag mir erst, was das überhaupt soll. Wozu brauchst du diesen Djinn? Aber das weißt du doch längst. Die Macht eines Djinns ist für Magier absolut unbezahlbar. Das weiß ich, aber ich will wissen, wofür du sie einsetzen willst. Du würdest all das nicht machen, wenn es nicht wichtig wäre. Du hast recht. Es ist wichtig. Sehr wichtig sogar. Wie lange geht das jetzt schon, Geralt? Die Sache zwischen uns? 15 Jahre? 20? Immer wieder trennen wir uns und kommen dann wieder zusammen. Irgendetwas zieht uns zueinander hin, ja. Aber ich kann nicht sagen, ob es ein echtes Gefühl ist oder nur ein Streich des Djinns. Also darum geht's, um meinen letzten Wunsch. Du hast dir vom Djinn gewünscht, uns für immer zu verbinden. Ich will, dass er diesen Wunsch zurücknimmt. Warum willst du das? Weil ich wissen will, wie es sich ohne anfühlt. Ob wir uns dann immer noch was bedeuten oder nicht. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Siehst du, wir stehen kurz davor, endlich die Wahrheit zu erfahren. Komm, suchen wir das Schiff. Wo zur Hölle sind wir eigentlich? Das würde mich mal kurz interessieren. So, warte mal, machen wir kurz mal die Karte auf. Am Nordpol oder so. Ach, von wegen am Nordpol. Okay, einfach nur irgendwo ins Gellige. Wie zur Hölle ist das Boot da hingekommen? Egal. War schön! Hoch! Sehr hoch! Hat Jin gebeten, die Hälfte seines Schiffs auf einen Berg zu hieven? Nicht unbedingt. Djinns sind ziemlich durchtrieben. Vielleicht hat dieser hier den Wunsch erfüllt und dabei verdreht. Wenn das so ist, dann wäre es mir lieber, du würdest dir nicht wünschen, dass ich aus deinem Leben verschwinde. Ich muss mir noch überlegen, wie ich den Wunsch formuliere. Wir sollten das Schiff untersuchen. Nichts Interessantes. Aber erstmal müssen wir hier dafür die andere Hälfte finden. Also Leute, ich will jetzt hier nicht der große Spaßverderber hier zwischen Geralt und der lieben Yen sein. Aber ich muss sagen, ich habe da meine Meinung schon mal formuliert, Leute. Wenn ich... Nicht runterfallen, Mann, nicht runter... Alter, wie kommt das Schiff einfach auf meinem hohen Berg? Schon cool. Muss ich mich leider hier für die liebe nette Triss entscheiden. Also, auch wenn wir mit der Yennefer hier schöne Abenteuer hatten auf einem Einhorn, entscheide ich mich trotzdem am Ende für die Triss. Hier gibt es nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Nee, hier ist nichts. Also Blut. Das lässt nichts Gutes an. So, wenn das hier alles nicht so hoch wäre. Wie zur Hölle kommt ein verdammtes Boot hier einfach so auf einen riesigen Berg? Also ein ganz merkwürdiger Djinn hier. Ein netter Djinn. Schicke Schuhe. Sieht aus, als wäre der Zusammenstoß mit dem Berg so stark gewesen, dass hier jemand aus den Latschen gekippt ist. Was mag das wohl bedeuten? Der Magier muss hier geschlafen haben. Blut. Da wurde jemand übers Deck gezogen oder die Spur wurde hinterlassen, als das Schiff auf die Seite gekippt ist.
Hier gibt es nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Und was heißt das? Und wo ist sie jetzt hier unterm Schrank, oder? Könnte eigentlich ganz gut möglich sein. Naja. Okay, viel mehr finde ich jetzt hier aktuell nicht. Bereden wir mal das... Mysterium der Mysterien. Agnes von Glanville. Bereden wir das mal kurz mit der Yen. Aber davor schauen wir noch ins Inventar. Haben wir irgendwas Wichtiges eigentlich bekommen? Schwerter? Nö, nö. Oh, Schuhe, die besser sind als unsere. Sehr gut. Und man kann sogar Glyphen einsetzen. Chance auf Taumel, Rüstungssichtmann, das sind doch eh alles Angriffsrunen. So, die können wir eh nicht anlegen. Chance auf Zeichenintensität wäre super. So, Jürgen, Chance auf Betäuben, brauchen wir nicht. Ah, machen wir einfach hier nochmal ein. So. Haben wir 4% mehr Igni, das ist super. So. Ach, und ich wollte ja hier noch im Inventar schauen, ob wir da. Questgegenstand haben wir nichts bekommen, oder? So, gut, dann halt nicht. Jennifer. Wie sind die schon? Die macht einen schon echt fertig. Wo sind die? Ach, da ist sie. Okay. So. Ja. Okay, wir haben doch noch nichts hier gefunden. Ich dachte, er hat jetzt irgendwas Tolles hier gefunden, mit dem wir jetzt irgendwas anfangen können. Aber ich finde hier nichts. Hier ist noch eine Kiste. Ah, hier ist noch was. Oder auch nicht. Das ist aber ganz schön viel versteckt hier. Okay, jetzt finde ich aber hier wirklich nichts mehr. Ist hier noch irgendwas rot markiert? Sieht schlecht aus. Wir können... Klick mal einfach mal kurz durch die Bücher durch. Vielleicht stand da irgendwas super cooles, wichtiges. Das wäre sehr schön. So. Vielleicht hat der Geralt das irgendwas erfahren. Nee. Ich sag, der wird unter dem... Schrank ist an. Ah, okay, den können wir hochheben. Gute Idee. Yen, das solltest du dir mal ansehen. Was hast du denn gefunden? Amos, er sieht genauso aus wie im Buch. Nur war sein Kopf dort noch intakt. Meinst du, der Djinn war das? Nein, er würde seinem Meister nichts tun. Sieht eher nach einem Unfall aus. Als der Sturm losbrach, hat Amos wahrscheinlich gesagt, bring uns weg, irgendwo hin und wenn's auf einen Berg ist. Und der Djinn hat ihn beim Wort genommen. Sie sind hart gelandet. Amos prallte gegen die Wand und das Bücherregal hat den Rest erledigt. Hab's immer gewusst. Zu viel studieren bringt einen um. Wenn er beim Teleportieren gestorben ist, trägt er vielleicht noch das Siegel. Sieh an. Bravo. Komm an Deck. Ich habe eine Idee. Komm mit. Ich habe eine Idee. Geh mal einen Schritt zurück. Was hast du vor? Den Djinn rufen und bändigen. Er wird nicht glücklich sein. Halt dich bereit. Ken Djinn! Frit Keis dem Gjar! Keis das ist Glär! Querit mi Kassel! Ja, der Djinn ist definitiv glücklich, das sieht man. Besonders weil er unsichtbar ist, wir ihm irgendwie nicht schaden können, er uns totblitzt. Ach, hammergeil, ja. Hör auf mit deinem blöden Blitzen. Ich dachte, er wäre irgendwie so ein cooler Djinn wie aus Aladdin, aber der ist einfach nur eine Rauchwolke. Aua, wir hauen einfach drauf. Wo ist er denn? Djinn? Und dann, so, nee, da haben wir die. Blöder, verdammter Djinn. Dich.
Dein Meister konnte seinen letzten Wunsch nicht aussprechen. Ich kann dich nicht bannen. Wir können noch ewig so weiterkämpfen. Oder ich lass dich frei, wenn du eines für mich tust. Siehst du den Zauber, der uns verbindet? Nur ein Djinn kann den Zauber eines anderen Djinns brechen. Tu es, dann bist du frei. Der Sturm ist vorüber. Ja, es ist vorbei. Wollen wir uns hinsetzen? Du siehst benommen aus. Bin ich nicht. Aber setzen wir uns. Geht's dir wieder besser? Ich sagte doch, es geht mir gut. Du musst mir nichts vorspielen. Es war ein harter Kampf. Vielleicht nicht so hart wie das letzte Mal, aber trotzdem. Kein Vergleich, finde ich. Damals war halb Rinde demoliert. Jetzt bin ich nur etwas geschafft. Danke, dass du mitgekommen bist, Geralt. Alleine hätte ich Probleme bekommen. Tja, ich konnte bei dir noch nie Nein sagen. Vielleicht wird sich das jetzt ändern. Fühlst du irgendwas? Dass sich was verändert hat? Ich hatte erwartet. Ich weiß eigentlich gar nicht was. Vielleicht ein Schwindelgefühl. Ich dachte, du würdest mir fremd werden. Dass ich dich anschaue und nichts dabei empfinde. Aber so ist es nicht. Es hat sich nichts verändert. Tut mir leid, Yen, aber für mich ist der Zauber vorbei. Wirklich? Aber wie ist das möglich? Ich fühle dasselbe wie vorher. Das solltest du auch. Ich verstehe nicht. Was hat das zu bedeuten? Dass der Djinn deinen Wunsch erfüllt hat. Ja, also. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Wir wissen jetzt wenigstens, wo wir stehen. Dann können wir ja jetzt gehen. Komm. Warte. Der Zauber ist weg, ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei dir bin. Bleiben wir hier eine Weile. Nächstes Mal reiten wir. Ein Pferd hätte es niemals den Berg runter geschafft. Und jetzt? Tja, ich muss nach Büsima. Wir müssen dem Kaiser schließlich Bericht erstatten. Ciri ist unsere Angelegenheit, allein unsere. Im Herzen vielleicht, aber so war das mit M hier nicht abgemacht. Wir müssen ihn aufsuchen. Du bist deinem Herrn gegenüber ja schrecklich loyal. Er ist auch dein Herr, Liebster. Das weißt du ganz genau. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass er dich daran erinnert.
was sein muss, muss sein. Ohne den Kaiser und seine Agenten hätten wir nicht erfahren, dass Ciri zurückgekehrt ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Yen, was vorhin passiert ist... Bitte, Geralt, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich muss los. Ich auch. Ich hole Uma vom Baron und dann reiten wir nach Kaer Morhor hin. Ich stoße zu euch, so schnell ich kann. Leb wohl. Bis dann, Yen. Sie ist definitiv nicht mehr gut davon zu sprechen, das merkt man. Aber Leute, man muss ja auch sagen, ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir, weil es war immer hier die Triss oder die Yennefer, Triss oder Yennefer. Was sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube auf Skellige noch. Ja, Skellige. Und da müssten wir uns jetzt mal irgendwann hier mal entscheiden. Wir müssen mal hier die Karten auf den Tisch legen und wir haben uns hier für die liebe nette Triss entschieden. So, so. Gut, damit ist die Sache, ich hoffe, geklärt. Und wir können ja immer noch alle froh und munter und zusammenleben. Gut, jetzt würde ich sagen, versuchen wir es nochmal, erneut. Und diesmal werden wir wirklich hier zu Uma gehen und ihn vom Vertreter des Barons hier holen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir aus dem Uma hier so herausbringen können. Oder ob wir sogar den Fluch brechen können, der ihn hier in seinem Bann hält. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit The Witcher 3. Haut rein, ciao.